Wir haben jetzt Mitte Dezember und das Pilzjahr neigt sich langsam aber sicher seinem Ende entgegen. 2021 war ein gutes und spannendes Pilzjahr für mich. Hi und herzlich willkommen hier bei Probieren geht über Studieren. Ich bin Marius, ich bin Pilzsachverständiger und in diesem Video lade ich dich herzlich dazu ein, dass wir uns gemeinsam meine spannendsten Erstfunde vom Jahr 2021 machen, also einen Pilzjahresrückblick. Und ich habe dir in diesem Video meine 10 spannendsten und bemerkenswertesten Erstfunde aus diesem Jahr zusammengefasst. Ja, dabei geht es vor allem um die spannende, seltene Arten, die ich gefunden habe. Und da sind auch einige gute Speisepilze dabei. Auf Platz 10 haben wir schon direkt einen besonderen Fund, nämlich einen grünen Täubling. Die gibt es ja gar nicht so oft. In meinem Fall ist es Russula heterophylla, der grüne Speisetäubling. Den habe ich im Juli in großen Mengen in Baumholder. Das ist eine kleine Stadt, die im Südwesten von Rheinland-Pfalz liegt, gerade an der Grenze zum Saarland. Den grünen Speisetäubling erkennt man an seinen grünen Hutfarben. Gleichzeitig ist auch bei ihm, wie beim echten Speisetäubling, der Hutrand zurückgesetzt. Die Hutmitte verblasst öfters so ockerlich-grau aus. Und auf dem letzten Bild seht ihr, dass in der Stielbasis so rostige Flecken gibt. Das ist ein weiteres typisches Kennzeichen von diesem guten Speisepilz. Auf Platz Nummer 9 haben wir den Hainschneckling. Man sagt zu ihm auch Laubwaldschneckling. Schnecklinge erkennt man ja an ihren angewachsenen Lamellen, weißem Sporenpulver und dicken, entfernstehenden Lamellen. Dieser Schneckling fällt vor allem durch seine orangenen Hutfarben auf. Dieser Pilz riecht nach Mehl. Man könnte den höchstens mit dem Orangenschneckling verwechseln. Der riecht allerdings eher so nach Heizöl, Terpentin, wächst allerdings nur und bei Weißtannen. Die gibt es bei uns im Saarland, den hier habe ich in der Nähe von Neunkirchen gefunden, nur sehr selten. Auf Platz Nummer 8 haben wir den scharfen Haselmilchling. Dieser Pilz ist ein Milchling, das heißt, er gibt auf Berührung Milchsaft ab. Von oben wirkt der Haselmilchling sehr unauffällig, aber wir wissen ja, von unten verraten Pilze viel mehr über ihren Charakter als von oben. Und beim Haselmilchling sind die Lamellen sehr auffällig orange-lachsfarben und sie geben auch sehr üppig Milch ab. Aber die Hutfarbe an sich ist wirklich sehr unscheinbar, so braun mit einem leicht rötlichen Einschlag. Ganz typischer Standort für den Haselmilchling ist allerdings nur unter Haseln, aber ich habe den bisher noch nie gefunden. Dieses Jahr war das mein allererstes Mal. Dieser Pilz hier wuchs in Burweiler in der Südpfalz. Auf Platz Nummer 7 habe ich den gelb gestiefelten Schleimkopf gelistet. Das ist ein Schleierling und ihr seht schon, der fällt auf durch seine orange-gelbe auffällige Hutfarbe. Gleichzeitig hat dieser Pilz auch eine sehr auffällige gelbe KOH-Reaktion und wächst ganz typisch nur unter Birken. Dieser Schleierling ist scheinbar gar nicht so selten, allerdings habe ich ihn dieses Jahr zum ersten Mal gefunden, aber gleich auch an mehreren Standorten bei uns im Nordsaarland. Und ich habe ihn auch, da es einer der wenigen essbaren Schleierlinge ist, auch mal probiert und er schmeckt auch wirklich ganz lecker. Besonders auffällig ist bei dieser Art der gelbe Gürtel. Er heißt gelb gestiefelter Schleimkopf. Diesen gelb gestiefelten Stiel können wir in diesem Foto hier sehr gut erkennen. Außerdem ist der Schleier bei den jungen Pilzen weißlich mit einem Hauch violett. Auf Platz Nummer 6 haben wir den Semmelporling. Das ist wieder ein ganz anderer Standort. Den habe ich nämlich während meinem Bergurlaub in Österreich in Osttirol gefunden. Leider war ich damals etwas in Eile und das erste Foto ist nicht so gut geworden. Auf der Hutunterseite könnt ihr hier diese ganz kleinen, engmaschigen Poren sehen. Und gleichzeitig fällt bei diesem Porling auch auf, dass er eine semmelfarbige Huthaut hat. Also sie sieht aus wie so ein frisch gebackenes Brötchen. Der Stiel beim Semmelporling ist eher weiß und der wächst so auch unter einem Haufen, so büschelig könnte man es nennen. Das sind so die auffälligsten Merkmale bei ihm. Der Standort ist in Fichtenwald auf Kalkboden. Die bisherigen Pilze waren schon etwas Besonderes, aber kein ganz außergewöhnlicher Fund. Jetzt bewegen wir uns so langsam in den außergewöhnlichen Bereich rein. Auf Platz 5 von meinen Top-Pilzen dieses Jahr ist der braun-violette Schleimkopf.
Den könnt ihr hier sehen. Der Name von diesem Pilz passt wirklich auch sehr gut, denn er hat alt einen richtig braunen Hut, aber jung ist der Hut violett. Der Pilz hat zudem eine braune KOH-Reaktion, das ist sehr wichtig, denn es gibt ähnlich aussehende Schleimköpfe, die eine andere KOH-Reaktion haben. Bei jungen Pilzen sieht man den Schleier sehr schön herunterhängen. Diesen Pilz hier habe ich bei einer Eiche auf Kalkboden gefunden, bei uns im Nordsaarland. Auf Platz 4 ist der rotgenattete Hautkopf. Das ist ein weiterer Schleierling für dieses Jahr. Dieser Pilz ist einfach nur wunderschön. Ich habe noch nie so einen schönen Pilz gesehen. Also, das ist wirklich mein absoluter Favorit. Den habe ich ebenfalls bei uns im Nordsaarland auf lehmigem Boden, also so neutraler Boden, im Buchenwald gefunden. Erkennungsmerkmale sind auffällige blutrote Lamellen, eine rote, überhauchte Stielbasis mit weißem Mycel, ein Geruch nach Rettich und kleinen unauffälligen roten Schüppchen auf dem. Die Bronzemedaille geht wieder an einen Schleierling, diesmal allerdings an einen grünen Schleierling. Grün ist bei Pilzen ja immer eine ganz besondere Farbe. Bei diesem Pilz handelt es sich um einen Raukopf. Bei der Art bin ich mir sogar nicht mal sicher. Das könnte der grünblättrige Raukopf sein oder der olivgrüne Raukopf. Ich habe ihn auf jeden Fall im Buchenwald auf basischem Boden gefunden, in der Nähe von Pirmasens in der Westpfalz. Und ich habe auch mal nachgeschaut. Beide Arten, die ich mir jetzt überlegt habe, sind in Rheinland-Pfalz sehr selten und haben da nur 3 Fundstellen. Für einen Pilzliebhaber wie mich ist das auf jeden Fall etwas ganz Besonderes. Schade, dass ich den nicht genauer bestimmen konnte, aber ohne Mikroskop kann ich da dann auch nichts Festes zu der Art sagen. Auffällig bei diesem Pilz waren die grüne Hutfarbe, die grünen Lamellen und ein auffälliger Geruch nach Rettich. Auf Platz Nummer 2 ist ein Pilz, für den ich tatsächlich 150 Kilometer mit dem Auto gefahren war. Das war ebenfalls ein Fund aus den Alpen in Österreich. Und zwar war ich hier in St. Jakob in Defregen. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Das ist so ein Bergkaff in den Alpen in Osttirol, in dem es noch einen sehr großen Zirbenwald gibt. Die Zirbe ist neben der Latschenkiefer und der Lärche der Hochgebirgsbaum der Alpen. Hier gibt es mehrere ganz spezielle Röhrlinge, die nur bei Zirben wachsen. Der Zirbenröhrling, den ich hier gefunden habe, ist einer von ihnen. Die Erkennungsmerkmale sind der sehr spezielle Standort unter Zirben. Gleichzeitig hat der Pilz oft so rote Einstiche, also im Fleisch und im Stiel so rot bis braunschimmer. Der Hut, das erkennt man in der Mitte, ist so faserig punktiert. Das Fleisch, das ist so weiß bis gelblich und vor allem in dem Stiel hinein wird es dann so rötlich bis bräunlich. Leider habe ich nur ein altes abgefressenes Exemplar von diesem tollen Pilz gefunden, aber dass ich ihn überhaupt finden konnte, da habe ich mich schon riesig gefreut. Und mein letzter und spannendster Fund für dieses Jahr, der auch wirklich was ganz Besonderes für mich war, war der orangefuchsige Raukopf, Cortinarius orellanus, den ich ebenfalls in der Südpfalz in der Nähe von Burweiler finden konnte. Das auffälligste Merkmal dieses Pilzes ist seine zimtorangene Farbe. Gleichzeitig hat er wie alle Schleierlinge einen Schleier und angewachsene Lamellen. Ein zusätzliches Bestimmungsmerkmal ist der Rettichgeruch und der Standort und im Laubwald, vor allem an wärmebegünstigten Standorten. Das Besondere an diesem Pilz ist, dass er tödlich giftig ist. Der, wenn man dieser Art isst, dann stirbt man tatsächlich an einer Nierenvergiftung. Der Pilz an sich ist gar nicht so selten, aber ich habe mich total gefreut, dass ich den dann auch gleich an 2 Standorten finden konnte, da das einfach ein wichtiger Pilz ist, den ich noch nie finden konnte. Und da habe ich mich wirklich sehr gefreut, dass ich diesen sehr gefährlichen Giftpilz euch mal zeigen und auch für mich persönlich mal kennenlernen und entlarven konnte. So viel zu meinem Pilzjahr. Aber jetzt interessiert mich natürlich, wie war das Pilzjahr bei dir? Es ist mir total egal, ob du seit 2 Wochen oder seit 20 Jahren Pilze sammelst. Was hast du für Funde gemacht? Vielleicht hast du ja auch bemerkenswerte Funde gemacht. Was ist so dein persönliches Resümee für das Jahr 2021?
Ich fände es total schön, wenn wir da mal in einen regionalen Austausch kommen. Wie ihr wisst, bin ich ja hauptsächlich im Saarland und in Rheinland-Pfalz unterwegs. Mich würden eure Pilzfunde, egal ob aus Deutschland oder aus anderen Ländern, total interessieren und ich freue mich da über jeden Kommentar. In diesem Sinne wünsche ich euch besinnliche Weihnachtstage und einen guten Rutsch in das neue Jahr. Ich danke dir für dein Interesse an dem Video und ich freue mich, dich in einem nächsten Video bald wiederzusehen. Macht's gut. Tschüss!